Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, erste Aufnahme, 14.11 Uhr. Ich bin aber schon seit 9 Uhr wach. Warum, fragt ihr euch wahrscheinlich? Weil ich auf die Post warten musste. Ich habe gerade ein Paket bekommen. Da ist was drin, was ich mir seit 20 Jahren? Ja, sagen wir mal 15 bis 20 Jahren ungefähr erträumt habe. Mal gucken, ob ich dazu irgendwann mal ein Video mache. Tschüss, Geld. Stellt euch vor, wie hier gerade Geld weggeflogen ist. Ich habe es nicht ausgepackt, weil ich habe jemandem versprochen, dass wir es gemeinsam auspacken. Aber ich habe reingeguckt, ob es denn drin ist, weil ansonsten hätte ich jetzt direkt gewisse Dinge in die Wege leiten müssen. Und es ist drin. Und oh mein Gott. So, willkommen zurück. Es ist mir große Freude. Wir haben beim letzten Mal die letzten Bilder abgegeben. Der Steintafel und haben die Geschichte der Zofe fertig gehört. Der Zofe von Zelda. Ich habe ja schon mal gehört, es ist sehr schade, dass wir gar nicht wissen, wer die Zofe ist. Na, das wäre irgendwie noch cool. Aber gut, nehmen wir erstmal so an. Wir gucken mal auf die Karte. Ich habe uns übrigens die fehlenden Höhlen markiert. Alle Sterne sind fehlende Höhlen. Wir haben hier in Gerudo, die ich schon markiert habe. Wir haben hier unten noch eine. Wir haben hier noch eine. Wir haben da noch eine. Wir haben hier bei Kakariko tatsächlich noch zwei. Wir haben hier noch eine bei den Zoras. Da noch eine bei den Zoras. Da haben wir noch eine. Und sogar einen Krog. Den Krog habe ich zufällig auch gesehen, weil hier Steine sind. Und da noch eine. Das sind aber jetzt 17 Sterne. Könnten also doppelte Eingänge sein für Höhlen, die wir schon haben. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen die einfach mal ab. Beeindruckende Ruine. Was ist mit deinen Haaren los? Genau. Also in Kakariko wollten wir erst nochmal auf das Aussehen eingehen. Wir haben ja diese Rüstung gefunden des alten Helden. Dafür gehen wir nochmal hier nach oben. Da. Das ist... er. Oder? Ja, ja, mit dem Master Sword. Der Heldengeist aus uralter Zeit. Gut, haben wir das erledigt? Das wollte ich euch auf jeden Fall gezeigt haben. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal hier zu den Ruinen, oder? Paya? Guten Abend, Link. Dies ist eine Karte des Dorfes, auf der die Fundorte der Kranzruinen markiert sind. An jedem dieser Orte findet ihr Mitglieder der Sona Forschungsgruppe, die euch sicherlich Auskunft geben werden. Auch gibt es unter ihnen Spezialisten für Himmelsinseln, sowie einen Fachmann, der sich mit Miasma auskennt. Ich bin sicher, ihr könnt viel Interessantes von ihnen erfahren. Danke, Paya. Es regnet jetzt, ne? Ja, jedenfalls sind das die fehlenden 15 bzw. 17 Höhlen. Aber noch nicht die Brunnen. Na, ich habe jetzt nur die Höhlen markiert, weil ich noch gar nicht weiß, wie viele Brunnen uns fehlen. Bist du hier, um dich schlafen zu legen? Bis wann willst du denn schlafen? Bis morgens also. Na gut, ob ich wohl daran denke, dich wach zu machen. Wer weiß ja schon. Ich kann euch auch hier nochmal im letzten Video habe ich euch eingeblendet, diese Karte von ZeldaDungeons.net nur empfehlen, die wirklich sehr gut ist, um sich die Sachen abzuhaken. Guten Morgen. Also da seid ihr super bedient. Machen wir erstmal das. Also zwei Höhlen angeblich. Ja, wenn meine Stimmung sehr positiv wirkt, dann ist das, weil das Paket angekommen ist. Das war... Ich muss mir mal überlegen, ob ich das dann weiter ausführe. Und da vielleicht mal ein richtiges Video zu machen, dass ich das nochmal erkläre, was genau passiert ist. So, jetzt können wir ja voll entspannt einfach sagen, yo, ich Frosch, du Frosch, wir Frosch, ich rutsche nicht mehr ab. Ja, Game Changer. Game Changer. Ja, Ausdauer brauchen wir natürlich trotzdem. Hallo Huhn, was machst du denn hier? Hier ist jetzt eine Höhle?
Was? Also, was ist passiert? Linke! Gandorf. Kann ich auch mal groß erklären. Gandorf wird wach. Linke! Nein! Zelda! Zelda! Zelda fällt. Zelda weg. Nein! Zelda! Himmelsinseln. Ruin. Ruin. Hühner. Ruine auf Haus, wo Hühner leben. Hühner flüchten hier in die Höhle. Macht Sinn. Das sind die Hühner, die eigentlich unten im Dorf vorher gewesen sind. Alles gut. Ach, ernsthaft? Dafür wollte ich aber. Dafür habe ich nicht die Donnerblumen alle so mühsam gesammelt. Ja, also unauffindbar. Hätte ich niemals gefunden. Wow. Tierschild. Niemals. Wir wollen eigentlich Richtung. Wir wollen eigentlich Richtung. Ne? Aber okay. Wie viel kostet jetzt eigentlich nochmal der Teleprompter? Es gibt von. Ja, drüber reden. Ich bin ja nicht gesponsert oder so. Ist ja keine Werbung in dem Sinne. Es gibt von Elgato. Einen Teleprompter, der angekündigt wurde. Und zwar, was ist ein Teleprompter, fragt ihr euch vielleicht jetzt. Das ist eine Möglichkeit, wie man über der Kamera, also hier jetzt in dem Fall, jetzt gerade gucke ich in die Kamera, einen Bildschirm legt, der von unten hochgespiegelt wird. Ich habe jetzt hier aktuell meinen Kontrollbildschirm, sprich also, hallo. Wenn ich mich selber angucken will, ich rede mit euch ja in der Regel, wenn ich da hingucke, dann ist das so. Kontrollbildschirm. Wenn ich jetzt da oben in Form dieses Teleprompters mein OBS spiegeln würde, könnte ich so auf den Kontrollbildschirm gucken. Das wäre für den Nacken wahrscheinlich gar nicht mal so ungesund. Und es wäre für euch angenehmer, weil ich dann gefühlt direkt zu euch spreche. Aktuell spreche ich halt zur Seite weg. Ich gucke dann zum Spiel, das ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm für euch. Aber wenn ich wie jetzt gerade eine emotionale Rede mache und euch erkläre, was in Hyrule passiert ist und dann auf den Kontrollbildschirm gucke, ist es doof. Dann wäre es ja viel besser, wenn ich so machen würde. Wenn ich euch anstarre. Ne? Deswegen überlege ich mir, den zu holen. Aber der ist halt scheiß teuer. Meine ich zumindest. Also keine Kritik am Preis in dem Sinne. Ich habe schon gehört, irgendwie Teleprompter sind wohl so sehr teuer und es gibt auch kaum welche, weswegen das noch so eine Art einzigartiges Gerät ist in der Richtung. Bin ich nicht drin, aber es ist schon ein Batzen Geld. Waren es 200 oder 300? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist ja gar kein Unterschied bei dem, was ich mir gegönnt habe. Dürft ihr gewissen Personen nicht erzählen, die denken, dass ich sowas niemals für sowas auslegen würde. Und hier ist jetzt auch irgendwo angeblich eine Höhle. Aber nicht in der Wasserfall. Alter.
Was? Höhle von Kakariko. Klar. Jetzt wird's unheimlich. Ich weiß, das Masterschwert und, aber... Ich hätte mir mal die Anzahl aufschreiben sollen, ne? Ja, das waren die beiden Höhlen. Dann gehen wir jetzt zum Stall der Zwillingsberge. Und sehen uns diese beiden Höhlen an, die ich auch beide übersehen habe. Wir machen den Weg wie geplant. Von den Zwillingsbergen aus geht es dann nach Ateno. Von Ateno aus geht es dann nach Angelstädt runter. Nur, dass wir eben nebenbei noch die Höhlen sammeln, die ich übersehen habe. Okay, aber so viel zu diesem Teleprompter. Ich kann gerne mal schnell gucken, was der kostet. Ich kann euch den nochmal zeigen, wenn euch das interessiert. In diesem Video hat zwar gar nichts mit Zelda zu tun. Aber wenn ich jetzt einmal von rede. Übrigens Elgato, eine fantastische Firma, ne? CN. Scheint richtig zu sein. Kommt auch direkt die Werbung für. Ich blende euch mal ein. Ein Teleprompter wie kein anderer. Kann ich das nicht auch locken hier? Das ist gar nicht mehr... Genau wie meine Kamera. Ja, ist richtig, Link. Komm ruhig hoch. Locken. Froh locken. Froh locken. So. Ne? Hier. Teleprompter ist leider jetzt Hochkantmonitor nicht so richtig optimiert, die Website. Entdecken. Was kostet der Spaß jetzt nochmal? Entdecken. Bestelle jetzt vor und im Dezember erhalten. Ja, so sieht das aus. Und wer macht denn sein Keylight an die Wand? Ah, ich meine die arme Wand. Oder? Habe ich eigentlich Frame Drops dadurch? Nee, ne? Das kriegen wir locker hin. Zwei Monitore gleichzeitig. Easy. War schon geil, ne? Also, ich bin schon sehr zufrieden. Video Creators. Hey, das bin genau ich. So, und hier seht ihr jetzt zum Beispiel, hier oben ist jetzt die Auflösung von diesen Bildern. Ich müsste mal, kann ich rauszoomen? Was ist denn das hier oben für eine Währung? Warum bin ich denn schon wieder auf dieser... Ist das die chinesische Seite? Da war ich letztens auch. Was ist denn hier los? Kann man es irgendwo einstellen? Visit. CN. Nee. Nicht CN. Nee. Ah ja. Hä? Alles klar. 300. Das ist... Oh, 200? Ich hatte 200 im Kopf. Warum ist denn das? Ist besser geworden, nicht wirklich, ne? Doch, ein bisschen. Ach moin. Neidra? Ich brauch von dir ein Horn. Ciao! Boah, war das geil. 13.40 Uhr kommt der immer hier. Boah, leichter Leck. Wow. Link, das hältst du gefälligst aus. ja, hier seht ihr jetzt mal zum Beispiel, das ist jetzt ein Text. Einfach ein Text gespiegelt. Dann, also das hier ist ein Display und hier hinter ist die Kamera und das hier ist einfach nur ein Spiegel. Und man sieht ein Display. Das ist irgendwie so besonderes Glas, weshalb die Kamera da durchfilmen kann. Also jetzt zum Beispiel ein Chat. Omega Lull. Und jetzt wird's interessant. Na, es ist nämlich einfach nur ein Display. Man kann auch YouTube-Videos hinmachen. Interessante Auswahl.
Und dann weiß ich auch noch gar nicht, ob mein Objektiv kompatibel wäre. Ich habe ja die Alpha 6000. Oh Gott, ein Handy. Ja. Und Vorteil ganz klar. Ich starre euch an. Ne? Aber ist schon... Also 300 Euro. Ihr müsst euch vorstellen, ich bekomme ja nichts bezahlt. Traurigerweise. Ist ja alles selbst gekauft. Meine ganze Anlage ist ja von meinem Privat erwirtschaftet. Ja, ich bekomme ein bisschen Geld für Videos, ist klar. Aber das ist nicht der Rede wert. Und das also 98% des Wertes an der ganzen Aufnahmeanlage habe ich selber bezahlt. Und da ist das schon ein ordentlicher Batzen. Ist es ein Einblick, dass ihr mal seht? Ne? Ich mache mir da doch Gedanken drum. Das würde schon, das wäre schon mehr wert in gewisser Art und Weise, weil ich dann nicht mehr so auf meinen Kontrollbildschirm gucken würde. Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Monitor da mache. Brauche ich ja gar nicht mehr. Doch. Oder? Ziehe ich dann OBS nach da oben? Oder mache ich dann hier so eine, mache ich dann eine Vollbildprojektion da drauf? Wahrscheinlich. Ja, das würde ich machen. Das wäre halt schon geil. Ich würde halt straight in die Kamera gucken. Ja, also deswegen, aber 300 Euro ist schon... Uff. Ah, ich muss den Button noch hinzufügen mit dem Außeneinblenden. Ich weiß. Also 300 Euro, ich müsste da mal gucken, wie man das vorbestellen muss. Im Dezember ist es auch gar nicht mehr so weit hin, ne? Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich überlege mir das mal. So, wir gehen jetzt unser Pferdel holen. Oder wir warten nochmal. Mehr, wir machen es anders. Ich habe eine Idee. Ich habe eh eine Idee. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Oder ja, hier ist doch der Kochtopf, ne? Genau, da warten wir mal bis... Gibt es hier eigentlich Spurtkarotten? Hallo? Ah, willkommen. Sind nicht die richtigen, ne? Fit-Karotten sind die richtigen. Aber Butter nehme ich mit. Ah, alles klar. Sag bloß, alles ausverkauft. Das ist ja großartig. Gerne. Ich liebe Kakariko. Wenn wir jetzt bis mittags warten, kommt Nydra immer? Kommt die immer um 1 Uhr? Weil wenn ja, dann holen wir uns das zweite Horn und können das... Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Konto. Ist das nicht das Corsair-Konto? Nein, ich versuche nicht, das zu bestellen. So ein Blödsinn. Entschuldigung, ich wollte nicht fürs Bild laufen. Grenze zu verkaufen. Bin falsch abgebogen, ne? Ne, bin ich nicht. Es geht hier hinten links hoch. Es fehlt ein Sprint-Outfit, ne? Streng genommen. Dieses fliegende Stück Himmelsinsel. Sind wir mal ehrlich, was soll da denn noch Spannendes zu erzählen drin sein? Höchstens von Zelda die Anweisung, wo wir den Dämonenkönig finden können oder sowas, aber... Na, ihr wisst schon, wir haben ihn ja, also wir haben ja schon, wir kennen ja die Geschichte inzwischen, so ziemlich. Das ist der ultimative Test. Warum ist denn hier eingesperrtes Miasma? Ist auch geil. Aber es sieht nicht so aus. Das hieß dann nämlich, dass sie nicht täglich die gleichen Strecken fliegen. Oder sich gar nicht beeinflussen lassen von der schnell, von der, vom Warten. Aber das ja schon, ne? Wir sind hier gerade so eine Stille. Dankeschön. Wir warten nochmal kurz und ich schau mal kurz, ob das Elgato-Passwort das Corsair-Passwort ist.
Ja, sieht gut aus. So. So, 14 Uhr, jetzt ist es später, als es war, er ist nicht da. Okay, also es ist kein... Das ist gut zu wissen. Boah, ich würde da auch nicht reingehen, ne? Jetzt inzwischen vielleicht doch, weil sich ja die Lage beruhigt hat. Dadurch, dass wir schon einiges erkundet haben auch da unten. Wenn man jetzt in den Untergrund geht, leuchtet ja alles, darf man nicht vergessen. Oh Gott, und die ganz alten Adressdaten hier drin, wo kann ich das denn ändern? My Account. Account Information. Entschuldigung, ich weiß, wir sollten Zelda spielen und ich sollte mich darauf konzentrieren, aber ich will nur mal gucken, Interesse halber, ob man das irgendwie auch, ne? Ihr wisst schon. So, aber das ist schon eine Summe, ne? 300 Euro ist schon... Ich hatte jetzt mit 200, ich hatte irgendwie 200 im Kopf. Lass mich raten, hier Rabattaktionen gelten wahrscheinlich nicht, ne? Ja, keine Ahnung, Newsletter, Neukunde oder sowas. Okay. So, dann gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. Und dann sind die nächsten Höhlen die beiden tatsächlich. Dann ist bei Hateno ja gar keine, nur bei Angelstedt ist hier noch eine. Aber die da, sowohl die am Wasserfall als auch die da oben waren, finde ich, nicht gut auffindbar. Hä, was? What the fuck? What the hell? Hä? Was passiert hier gerade? Default Address Additional. Löschen. Sind die wahnsinnig? Neue Adresse. Sorry, muss kurz sein. Was passiert hier gerade? Hallo, sorry Leute, ich bin gerade dabei, hier eine Adresse einzugeben. Warum Kass? Keine Ahnung. Werde ich nicht. Aber okay. Gut, sorry. Hä? Hey, muss man nicht verstehen, ist egal. Jetzt stimmt's halt. Rabattcode. Expected to ship 17.12. Was? Das ist so absurd. Was ist das für eine Seite? Also es wird noch dieses Jahr ankommen. Wow. Kostenloser Versand. Sorry, ich will mich jetzt da nicht drüber lustig machen oder so.
Steuern werden berechnet. Ah. Entschuldigung. Okay, Kreditkarte, PayPal. Ja, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Fantastissimo. So, okay, wir sind da. Wir wollen uns erstmal zur Höhle begeben. Dann wäre die Frage, ob wir einfach mal per Teleportation nochmal nach Goronia gehen und nochmal 3000 und nochmal 2, wir können hier lang reiten. Man fährt aber auch nur sehr schwer rüber, ne? Also sehr schade, dass die Brücke hier kaputt ist. Genau, Goronia schnell 3 Diamanten holen, das wäre noch eine Option. Und da sind viele Spurtfeilchen. Hier haben wir auch gleichzeitig noch eine Aufgabe, ne? Eine Schatzsuche. Die Brüder Domidak und Prisen verrieten dir, im Westen die Clou, da stehen 2 Zwillinge mit 2 Höhlen, die sich fest ins Auge blicken. Zeige der Großen das Zeichen der Kleinen, so wird dich die Pforte zum... Okay, damit sind die beiden Höhlen gemeint. Toll. Lern zielen, Mann. Vor allen Dingen 2 Höhlen. Wir kennen keine davon. Ist das Regen? Ach, jetzt uff. Geht's noch? Freunde. Aua. Gut. Aber ich meine, hier oben sind wir doch lang gelaufen, oder? Direkt hier oben drüber? Vor allen Dingen, es regnet, obwohl es nicht regnet, versteht ihr? Aber wenn ich hier so ein Brett hinstelle, komme ich dann da hoch? Oder Steine. Die Brücke, auch ein absoluter Klassiker. Wir sind schon bei einer halben Stunde und haben irgendwie nichts gemacht. Ja, sehr schön. Zwei Höhlen. Ihr seht, warum ich sie nicht gefunden habe. Wow. Oh je. So.
Also selbst mit dem Wissen, da ist die Höhle. Wollt ihr mich wählen? Okay, wie wäre jetzt nochmal das Rätsel? Das Große, das Zeichen der Kleinen. Das müsste ja die Kleine sein, richtig? Reagiert wirklich nur auf Bögen, ne? War natürlich schon irgendwie blöd. Zeige der Großen das Zeichen der Kleinen. Ich mach mal ein Handyfoto. Ne, ich kann ja. Ich kann hier cool hier, ne, ich habe ja Schnipping-Tool. Anheften, das kann ich auch mal da halten. Alles klar. Cool. Major Signum. Und ich bin zufrieden. Hier. Ja, es ist. Ich sag ja, es sind jetzt aber. Es ist schon wieder eine sehr schwer zu finden Höhle. Alle mit diesen kleinen Eingängen ohne Rumis, ne? Maioi Signum. Mal schauen, wie dieses Bild dann gleich auf der anderen Seite anzuwenden ist. Okay, wir gehen nach oben. Da war es nur noch eine Höhle. Also hier bei den Zwillingsbergen. Ja, aber da hätte, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt auch so viel alleine rumsuchen können, wie ich gewollt hätte. Das hätte ich nicht gefunden. Schade. Na gut, wir kommen jetzt auch ganz gut hoch. So. Jetzt die Frage, wo ist die Höhle?
Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch keine Präzisionsmarkierungen gemacht, ne? Sondern eher so, hey. Aber das sind ja auch Sachen, also ganz ehrlich, sowas findet doch keiner, ohne nachzugucken, oder? Ich habe alle Höhlen gefunden, selbstverständlich. Wie konntest du denn nicht alle finden? Eieiei. Knapp. Höhle? So grottig falsch werde ich die Marke ja auch nicht gesetzt haben, oder? Die Markierung war sogar gut. Nur es ist... Wow. Geil wären einfach mal so... 5 Donnerblumen, zum Beispiel. Majoi Signum. So. Und dann ist hier oben dann das mit diesem Rätsel, ja? Ramdas Schatz und so. Ich, dass ich es richtig über den Kopf gedacht habe. Nice. Da, 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 da. Cool. Ja, richtig über den Kopf gedacht. Seht ihr da? Ich mache den zweiten Monitor einfach immer an. Macht schon Sinn, vermute ich mal. So, zack. Und was haben wir hier? Oh mein Gott, Tingles Hemd. Dieses Hemd gehört einem Junggesellen, der sich für eine Fee hielt und deshalb immer grün trug. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Wir hatten ja schon Tingles Mütze. Jetzt haben wir auch noch sein Hemd. Wir hatten ja schon mal über seine Geschichte gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ein fantastischer Charakter aus... Wo tritt er nochmal auf? Ist das Wind Waker? Hier und hier. Schönes Rätsel auf jeden Fall. Dann lass uns doch jetzt mal eben einmal nach... Ah ne, wir müssen dann aber... Ah, wobei beim Stall können wir ja dann eh Desert wiederholen. Oder Hope in dem Fall. Wir reisen mal nach Goronia wegen den Diamanten. Mal ganz schnell. So,
Dinge, ganz kurz, dass wir das nochmal korrigieren. "35-jähriger Juliana, Oracle of Ages, Wind Waker, Four Swords Adventure, The Minish Cap." Also ich kenne ihn aus Wind Waker. Genau. Majora's Mask tauchte zum ersten Mal auf. Und in Wind Waker ist er in Portemonnaie. Haben wir neue Diamanten im Angebot? Dum, 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 dum. Jo. Wirklich? Alle? Junge, Junge! Haha, super, danke! Dann verkaufen wir dem jetzt mal hier so 35. Jo. Leuchtsteine. 80. Das reicht dann schon wieder. Danke. Ja, lass mich wissen, wenn du noch was brauchst. So, und dann reisen wir jetzt zurück zu den Zwillingsbergen. Ich will ja nicht großartig schummeln, nur dann brauchen wir jetzt nicht, ihr wisst schon, dann können wir das Diadem upgraden. Sehr schön. So. Strecke die Streck. Ich mache mal ganz kurz eine Pause und bin sofort wieder da. Ich gehe mir mal ganz schnell eine Scheibe. Was ist gerade das? Abwehrzeichen. Ich gehe mal ganz schnell eine Scheibe Brot machen. Moment. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, aber es gibt nichts Schlimmeres als Hunger. Und ich habe keine Lust, dass ich nachher wegen Hunger irgendwie schlecht gelaunt bin. Und nachher in der Aufnahme dann hier schlechte Stimmung mache. Ne? Aber ich musste was essen. Ich habe letzte Nacht übrigens, ich glaube, 1-2 Stunden geschlafen. War ganz schlimm. Dum, 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 dum. Hallo, liebe Fee. Du bist es. Soll ich deine Kleidung verstärken? 28 Rüstung. Das Stirnband. Und los. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt wirklich das Beste für den Kopf? Sieh es dir an, man erkennt das gute Stück kaum wieder. So. So ho ho. Ja. Boah. Spurtfeilchen, 20 Stück. Bis später! Hiya! Ja, dann ist das jetzt nach jetzigem Stand, finde ich, das beste Set, was wir machen können, oder? Jetzt haben wir 80 Rüstung. Und 2 Angriffskraft. Wenn wir das hier machen, haben wir 60 Rüstung, 3 Angriffskraft und den Bonus. Wobei der Bonus egal ist, so oft mache ich diesen Aufladeangriff ja eh nicht. Das heißt, ich hätte 20 Rüstung mehr, wenn ich stattdessen die beiden Sachen nehme. Und habe im Nachhinein statt 50% Bonusschaden 30% Bonusschaden. Aber 20 Rüstung mehr. Also ein Drittel mehr von... Ne? Von, 60 auf 80 hoch. Damit ist das vermutlich die beste Rüstung, die ich im Spiel tragen kann. Grimmige Gottheithose,
das neue Reckengewand und das Diamantstirnband. Wäre jetzt mal meine Wahl einfach. Gut, dann holen wir uns jetzt hier, was wollte der nochmal für ein Bild? Ein Schlaflied für Reisende, Fantatissimo! Okay, Foto der Zwillingsberge. Was will der haben? Ist das der Tage, der Untergang, der Sonnenaufgang? Genau, das habe ich gelöscht, weil ich doof bin. Das müssen wir neu machen. Na gut, dann geht's auf nach Athen. So spät noch an der Arbeit. Gut, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne einmal. Ja, nehmen wir nochmal Hope. Ja? Alles klar, ich lasse Hope hier hinbringen. Ist ja nur die Ecke rum. So, danke, dass du gewartet hast. Willst du was an der Ausrüstung ändern? Nee, nee. Alles klar. Dann, ja. Vielen Dank für das Nutzen des Stalls. Und entschuldige bitte die Kritzeleien. Nee, das Wesen gibt es wirklich. Könnten wir den Kindern nochmal sagen, oder? So, dann geht es jetzt auf nach Athen. Und in Athen können wir dann bei Robelo das letzte Teleportmedaillon noch abholen. Das fehlt uns noch. Dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Dann machen wir die Höhle am Strand, die noch fehlt. Und dann geht's auf in Richtung... Sieb hören. Dann geht's auf in Richtung Athen. In Athen machen wir die, das letzte Medaillon. Oh, ich hasse es hier, ne? Das ist so dämlich, dass das Tor einfach blockiert ist. Gott sei Dank. Genau, die Höhle. Also wir machen in Athen die hier Robelo, dann machen wir die Höhle. Dann geht's auf in Richtung Angelstädt. Da machen wir dann das mit der mit dem Ausbau von Angelstädt. Und dann sind es ja eigentlich nur noch die Ställe, oder? Die Stallfotos bringen wir. Da können wir hinfliegen oder teleportieren. Und dann machen wir die restlichen Höhlen. Also kann sein, dass die nächste Aufnahme dann schon die restlichen Höhlen behandelt. Und auch mit den Schildern habe ich mir überlegt, das machen wir wahrscheinlich so. Ich werde die alle markieren und dann laufen wir die ab. Ist zwar auch mega aufwendig, aber ich wüsste nicht, wie wir es sonst machen. Upgrade wäre zum Beispiel cool, dass das Master-Schwert sich auch bevor es zerbricht über Zeit regeneriert oder sowas. Dass man es jetzt auch regenerieren lassen kann, ohne es wirklich zerstören zu müssen. Dass der Aufsatz kaputt geht, aber das Master-Schwert sich irgendwie regeneriert oder so. Dass man diese Wartezeit nicht immer hat. Der Sargonus-Stil, den Zelda in die Vergangenheit gebracht hat. Das heißt, den Sargonus-Stil gab es schon mal in Hyrule. Aber nur, weil Zelda ihn aus der Zukunft in die Vergangenheit gebracht hat. Und gibt es ihn dann nur in der Zukunft, weil Zelda den schon mal mitgebracht hat? Ist das ein Loop? Gibt es ihn jetzt nur, weil es ihn in der Vergangenheit gibt, weil Zelda ihn mit in die Vergangenheit genommen hat, weil es ihn nur deswegen in der Zukunft gibt und deswegen gibt es ihn in der Vergangenheit und deswegen in der Zukunft und alles dreht sich im Kreis? Wir gehen nochmal zu Zeldas Haus, oder?
Ja, wenn wir die Höhlen dann durch haben, machen wir die Brunnen. Kann aber auch sein, dass dazu dann schon Crocs kommen. Das weiß ich gar nicht. Also wir gucken hier nochmal. Haben wir uns hier alles richtig angeguckt? Okay, Forschungstruppe. Das ist das Rezept von Zelda. Das sind die, die das Rezept von Zelda gekocht haben. Das ist der, der das Rezept von Zelda bekommen hat. Das ist die geheime Blumenwiese. Das ist Zeldas goldenes Pferd. Das sind die... Nicht Gyptos, wie ist die nochmal? Robos... Dongos. Dongos. Natürlich das Bild der Ballade der Recken. Schön, waren die Bilder unten alle schon da? Ach Mann, Zelda, Mann. Ja. Aber kann uns jetzt überhaupt noch irgendwas Schaden zufügen? Wie ist das denn mit dem Miasma-Schaden? Ist der auch abhängig von unserer Rüstung? Also mit der Rüstung jetzt sind wir... Und noch 30% Bonusschaden, ne? Das darf man nicht vergessen, den haben wir ja auch noch. Ach, die Musik. Immer hereinspaziert. Gerne. Milch. Nehme ich alle. Ah, bitteschön. Sportkarten. Haha, ein Bleibkäse. Wie geil sieht das denn aus? Danke. Ciao, Fichtjof. Alter, der starrt hier immer noch an. Hör mal auf damit. Klamotten färben. Brauchen wir gerade nicht. Diese wunderschöne Kochstelle. Ach, Atheno ist halt auch ein Traum. Auch wenn ich nochmal, ich meine, es ist ja wie unser Haus. Wir können da ja schlafen, alles gut. Mir hat aber das Housing von Breath of the Wild, und das sage ich jetzt, ohne euch in die Kamera zu gucken, besser gefallen. Also dieses kleine Häuschen mit diesen schönen Wanddekorationen. Es ist jetzt ganz nett mit diesen Elementen, dass man sich selber was zusammenzimmern kann, aber unterm Strich sind durch die begrenzte Anzahl der Module nicht so viele Möglichkeiten da, dass es in meinen Augen einen wesentlichen Mehrwert darstellt. So ist es richtig gesagt. Und ihr wisst ja hier, der Wächter der Windmühlen ist ja jetzt mit seiner Frau gemeinsam wieder nach Angelstedt zurückgekehrt. Tja. Aber welche Stufen ist denn eigentlich das Reckengewand? Das werde ich auch nicht mehr lernen. Das... 20. 18 oder 20? Müssten wir eigentlich auch maximieren. Und ja, wir müssen auch im Untergrund noch Dinge erledigen, ne? Ist Impa hier? Nee. Oder? Nee, das ist von Robelo, ne? Hey du, das ist eine Handbuchdatensammlung. Alle Rubriken sind vollständig. Tiere, Monster, Materialien, Waffen und Schätze. Somit stellt sie quasi die vollendete Version dar.
Wenn du ein Foto machst, wird das Objekt automatisch registriert. Allerdings sind manche Objekte nur äußerst schwer zu finden. Es kann also nicht ganz einfach sein. Unter uns, ich würde dir auch Fotos verkaufen, falls du möchtest. Was guckst du denn so? Es war durchaus kein Kinderspiel, all die Daten zu sammeln. Sie sind mehr wert als alles Geld der Welt. Du sollst mir dankbar sein, dass ich sie überhaupt zum Verkauf anbiete. Aber ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Falls du gerne ein Foto hättest, dann wähle es direkt aus meiner Datensammlung aus. Oh, dein Hyrule-Tagebuch. Das Hyrule-Tagebuch auf deinem Pura-Pack registriert automatisch alle Bilder von Tieren, Monstern, Materialien, Waffen und Schätzen, die du in deinem Fotomodul aufnimmst. Robelo hat angeboten, dir Fotos aus seiner Sammlung zu verkaufen, wenn diese noch fehlen. Wie ist denn das? Gibt es eigentlich eine Übersicht? Achso. 75 von 92. 90 von 110. 99 von 126. 137 von 175. Schätze 6 von 6. Nö, das gebe ich noch nicht auf. Ja, welche Funktion willst du freischalten? Bitte, das Teleport-Medaillon. Du hast doch bereits die Daten. Du hast bereits die Daten. Gib mal schnell dein Pura-Pad. Das waren ja die Türme, ne? Die Türme des Spielpostens, ihr wisst schon. So, ich werke mal ein bisschen. Wahnsinn, damit sind sämtliche Teleport-Medaillon-Erweiterungen einsetzbar. Der wundervollste Lohn, den ich einen Weltenbummler wie du sich nur wünschen kann. Pure Perfektion, also dein Pura-Pad, das ist jetzt perfekt. Was weißt du so viel? Du bist perfekt. Oh nein, ich übertreibe nicht. Du hast Großes vollbracht, mein Freund. Du bist, nun bist du allerbestens ausgestattet, um dem Mysterium Prinzessin Zelda ein für alle Mal auf den Grund zu gehen. Auch wenn du ihre Hoheit findest. Wenn du sie findest, könntest du ihr etwas von mir ausrichten? Und zwar, dass es insbesondere meinem famosen Pura-Pad zu verdanken ist, dass du sie finden konntest. Nun, die Entwicklung des Pura-Pads ist hiermit abgeschlossen. Es ist vielleicht keine so schlechte Idee, mit Jerin irgendwo entspannt unseren nächsten Lebensabschnitt zu beginnen. Doch zuvor müssen wir unbedingt noch Prinzessin Zelda finden. Zum Glück ist dein Pura-Pad jetzt mit allem ausgerüstet, was dir behilflich sein kann. Schöpfe die Möglichkeiten dieses ungemein praktischen Utensils voll aus, um deine Mission zu erfüllen. Keine Sorge, ich werde vorerst hier bleiben und dich in allen Belangen unterstützen. Na, danke. Na dann! Na, fällt mir ein. Wie kommst du mit dem Hyrule-Tagebuch voran? Handbuch. Denk dran, dass du Fotos auch bei mir kaufen kannst. Ne? Das war jetzt schon harte Werbung. Robelo, dankeschön. Damit haben wir unser Pura-Pad optimiert und das entspricht tatsächlich von den Funktionen so ziemlich dem, was man durch das DLC von Breath of the Wild dazu bekommen hat. Ne? Zum Beispiel hier der fantastische Pfad des Helden. Der dann auch noch für die verschiedenen Flächeschichten getrennt das anzeigt. Ja. Okay, danke. Aha. Das ist da unten. Fliegen wir da noch hin oder machen wir es beim nächsten Mal? Das machen wir beim nächsten Mal. Also, das war der Weg nach Athen und das war der Abschluss der, ihr wisst schon, und beim nächsten Mal werden wir vor allen Dingen auch das Upgrade des Diadems haben wir gemacht, des Stirnbandes. Und damit haben wir eine Rüstung von 80. Also, beim nächsten Mal geht's ja weiter. Wir werden die Höhle machen, wir werden Richtung Angelstädt gehen, wir werden Angelstädt ausbauen, da freue ich mich sehr drauf. Und dann gibt's noch die Ställe zu erledigen. Und auf dem Weg zu den Ställen machen wir dann schon die Höhlen. Das heißt, nächstes Video werden wir höchstwahrscheinlich auch die ganzen Höhlen machen, die noch fehlen. Mit Teleportation. Wir sind jetzt einmal nochmal durchgelaufen, wir werden jetzt noch nach Angelstädt gehen. Und ab dann schalte ich sozusagen für uns mental die Teleportation frei, dass wir eben dann die restlichen Höhlen sammeln. Wenn wir die Höhlen alle haben, machen wir natürlich noch das mit Koltin, was auch immer dann passiert. Und dann enden wir im Spähposten, von wo aus wir dann entweder die Krogsuche die Krogsuche starten, die Brunnensuche starten, beides starten oder eben die Story nochmal weiterspielen. Das überlege ich mir nochmal, ob wir dann nach den Höhlen direkt auch die Krogs machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.